Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roman Total War 2 mit den Römern und ja, Entschuldigung, wir sind wieder zu spät dran. Ich war die letzte Woche ziemlich krank und ja, der Meister steht auch vor der Tür, deswegen ist es gerade ein bisschen schwer zu handeln, aber ich versuche es trotzdem. Ich habe halt ja, ich müsste jetzt eigentlich ja auch die Entwürfe machen und so weiter für mein Meisterstück, aber ja, ein bisschen spielen kann ich zwischendurch schon. Und dann mache ich das halt während dem Rendern und so weiter. So, ich hoffe. Warum ruckelt das jetzt so? Das ist nicht gut. Warum ruckelt das jetzt so? Okay, ich hoffe, jetzt geht es. Ich hoffe, jetzt klappt es. Also jetzt zeigt er gerade 60 Frames an. Also. Naja, dann schauen wir mal. So. Dann geht ihr mal da weiter. So, und bitte nochmal. Eines unserer Schiffe, unser General wird angegriffen. Martin, du gehst hier weiter. Ach komm. Unser General ist gefallen. Da, jetzt rammen den mal. Und du rammst den jetzt auch mal hin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Also. Na, geht doch. Ja. Das ist halt das Problem, wenn man Gegner hat mit so Artillerie. Die auf dem Schiffen, also die Schiffsartillerie ist ziemlich gut. Also ja, ist eigentlich immer so, wenn man eine OP-Flotte will, da muss man eigentlich nur die Paprika? Nee.
die Artillerieschiffe machen. So, jetzt hat endlich. So, gut. Pergamon ist vor meiner Tür. Das ist mir egal. Okay, der heilt sich da hoch. Da sind zwei Full-Stack-Armeen vor meiner Tür. Die sind aber auch ganz gut unterwegs. Das ist nicht meiner, gell? Deswegen bekommt er hier auch nichts. Okay, ich muss mich wieder hier ein bisschen reinfuchsen. Stimmt, hier war ja was, gell? Ah, hier oben war ja auch was. Die Räter. Rodos, das ist hier wurscht. Ich habe gerade wieder null Nahrung. Das ist nicht so super. Ach, warte mal. Letztens hat doch... Ah, genau. Der braucht eine Frau. Hoffentlich ist die gut. Warte, die Frau bekommt Kinder hoffentlich. Dann gebe ich ihnen mal ein bisschen Fernkämpfer. So. Ah, genau. Das war doch mal meiner, gell? Du darfst. Okay, das ist gut. Minus 20, minus 5. Okay. Wie geht's dir? Die geht soweit ganz gut. Genau. Diesen da. Genau, Diktator. Aber, warte mal. Wieso ist das jetzt meiner? Ich habe ja nicht falsch gespeichert. Aber war das nicht so, dass die feindliche Familie jetzt den meinen Diktator bekommen hat? Oder mein Diktator hat eine andere Familie gegründet, was unglaublich realistisch ist. Dieser sinnlose Krieg könnte heute schon enden. Könnte ja, aber ich muss Griechenland erobern. Das ist das Problem. Okay, die Aufnahme geht jetzt. Hoffe ich. Also, er zeigt jetzt die konstanten, stabilen 60 Frames. Und, echt jetzt? Nee, oder? Ohne die Söldner würde ich es sogar versuchen. Ja, weil... Weißt du was? Ich versuch's trotzdem.
Die Söldnerhobliden ist halt nicht ganz so gut. Ja, okay, und die sind Silber. Ja, ich jetzt gar nicht probieren brauchen. Aber so kann ich ihnen wenigstens bisschen was wegschnappen. Von da kommt er. Ja, okay. Mal schauen, ob er hier rumgeht. Wahrscheinlich geht er darum. Wahrscheinlich geht er darum. Ich hoffe, dass er wieder, wie sonst auch immer, den General vorschickt. Und ja, und wir quasi den General wegsnacken können. Und das sieht sehr gut aus. Unser General wird angegriffen. Ja, die anderen aber auch. Mutige Räuber bis zum letzten Mann. Der feindliche General ist tot. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt sind nur noch 10 übrig, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das ist schon krass. Oder sonst schießen die jetzt tot. So, da bekommt ihr nochmal Schildstärke. Das ist gut. Oh, komm, du musst doch nicht außen rum gehen. Ist doch doof. Na ja, cool, danke. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Da kommt die Infanterie zu euren Diensten. Doppelte Geschwindigkeit! Die Männer wanken.
Ja, das hat er gecheckt. Oh, schade. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, wobei. Greif mal. Und zwar zu zweit. Ja, jetzt komm schon. Meine Güte. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schlecht. Aber Hauptsache, den General haben wir. Das ist die Hauptsache. Okay, also die Legion, die davor steht, muss jetzt halt, ja, wieder zurück und Neapolis einnehmen. Mei. Ein bisschen blöd, aber ich denke, das geht schon. So. Und lass mich raten, der hat die so gebremst, dass sie jetzt nicht mal mehr die 2 Meter nach Neapolis gehen können. Das wäre wieder so typisch. Es gibt eine Zeit, wenn Krieger ihr Schwert in die Scheide stecken. Deren Forderung 2000. Nur aus einer starken. Ja, Rodos, wie oft die mir schon Frieden angeboten haben. Politiker. Diese Dame? Oh nee. Dieser Mann? Alter. Okay, also, da wird uns jetzt erstmal kein Stress blühen, was sehr gut ist. Und das ist auch sehr gut. So. Ja, das Krasse ist, dass die so hart. Oh, nee. Moral ist gut. Öffentliche Ordnung. Ja, Steuersatz. Und, Baban. Ja, gut. So, und jetzt schnappe ich mir wieder. Was brauche ich denn hier? Adlerkohorte habe ich. Ah, okay. Ich habe gar keine gepanzerten Legionäre mehr. Okay. Wieso nicht? Die brauche ich jetzt eigentlich. Ja, wobei, nee, die. Ja, doch. Die behalte ich. Gladiatorinnen. Blutrausch, das ist auch gut. Schnelles Vorrücken. Ich wollte doch mal eine Legion machen, nur aus Gladiatoren.
Haben die auch Blutrausch? Ja. Die haben auch Raserei. Das ist ganz gut. Ja. Gut, dann mache ich noch mal eine Gladiatorinnen-Gruppe. Mhm. Unterhaltskosten weniger. Warte mal. Das ist nicht meiner. Das ist auch nicht meiner. Das ist auch nicht meiner. Das ist nicht gut, dass hier nur Feinde sind. Das da ist meiner, aber der hat schon einen. Okay. Hier die Hingabe, der bekommt nichts. Der hat sich eingebunkert. Glaubt er, das rettet ihn jetzt. Okay, hier sind die zwei, drei. Nur sogar eine Liste. So, eine nicht stationäre. Attentat. Feind gemeuchelt. Das ist gescheitert. Das ist einfach nur so krass lächerlich, dass man die einfach so meucheln kann. Knapper Sieg. Ich glaube, das zeige ich euch trotzdem, weil ja, so. Ja, diese ganzen Kämpfe bei diese ganzen Festungskämpfe sind halt so übertrieben heftig, weil die Türme so groß sind, so verdammt gut sind. Okay. Die Pikiniere sind das größte Problem, also neben den Türmen. Okay, kann ich hier nicht runtergehen? Wahrscheinlich nicht. Dann werde ich dann nicht hier. Das ist blöd. Ja, von hier kann ich nicht runter. Sie könnten ja sonst stolpern. Wieso kann ich hier nicht doch? Ich kann doch hier runter. Komm. So. Nur mittig, okay. So. Und zwar jetzt mache ich Folgendes. Ich probiere wieder von drei Seiten. Also das heißt. Oh, 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 oh. Scheiben. Was? Der macht einen Ausfall. Der macht tatsächlich einen Ausfall. Okay, das. Alter, damit hätte ich sowas von gar nicht gerechnet. Wow. Wow, wow, wow. Der macht einen Ausfall. Ist das geil.
Da sind die... Da war jetzt tatsächlich ein Ausfall. Ich komme wirklich nicht damit klar. Warte, wo sind die Pikiniere da? Was ist das denn jetzt für ein Kuddelmuddel hier? Junge, Junge. Warte, das ist halt jetzt das Komische, weil wir nur hier durch hier so eine kleine Schneise können. Wirklich seltsam. Verrückt. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Unser General wird angegriffen. Ausfall gewagt hat. Respekt. Ja, schön in den Rücken rein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr schön. Da, so eine Schlacht habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Geschossen von Territorium!
Feuer aus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Jetzt da noch ein bisschen wuseln. Alter, der hat wirklich einen. Ich komme da echt nicht drauf klar. Dass der jetzt wirklich einen Ausfall gemacht hat. Junge. Gut. Der hat einen Ausfall gemacht. Und damit hätte er fast gewinnen können. Also die eine Seite von mir ist ja gebrochen. Und da habe ich ja mit der Kavallerie dann noch das Blatt wenden. Oh nein, Adlerkohorte ist weg. Das Blatt wenden können. Ja, trotzdem, das hätte knapp werden können. Wurde es dann zum Glück nicht, aber gut. Ich kann noch eine bauen. Warte. Ja komm, ich baue noch eine, oder? Warte. Kavallerie habe ich nicht viel, nee. Prätorianer. Ne, Prätorianer bekommt nur mein General. Mein Diktator Lee. So. Aber jetzt, das schauen wir erst in nächste Runde. Es ist 126 vor Christus. Wir müssen eine 4 weiter sein, aber das. Uiuiui. Draußen stürmt es ein bisschen und das hat er jetzt mein Fenster aufgeschmissen. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Und Entschuldigung für die kurze Pause. Und bis zum nächsten Mal. Bye.